Hallihallo, wieder mal Grüße aus meinem Proberaum. Heute geht es um die verschiedenen Stockhaltungen. Und Grund dafür ist, ich habe heute in einem Facebook-Drama-Forum auf ein Diskussionsthema geantwortet. Die Frage war, was spielt ihr denn für Stockhaltungen? Die deutsche Stockhaltung oder die amerikanische? Der Vollständigkeit halber müsste man jetzt noch die französische Stockhaltung und natürlich die traditionelle Stockhaltung dazu nehmen. Meine Antwort war, dass ich im Grunde alle vier benutze und alle vier geübt habe und sie jetzt intuitiv für verschiedene Sachen benutze, für verschiedene Techniken, für verschiedene Stilrichtungen, Musikrichtungen und so weiter. Und ein lieber Kollege, der Timo, hat mir beigepflichtet und ein weiterer lieber Kollege, der Florian, hat es im Grunde ähnlich geschrieben wie ich, aber im Grunde das Gleiche ausgesagt. Liebe Grüße an euch beide, lange nicht gesehen. Und dann kam die Frage von einem anderen Kollegen, den ich nicht kenne, dem Laney, ob ich das etwas genauer erklären könnte. Ich finde es in Schriftform ziemlich schwierig, deswegen gibt es natürlich hier ein kurzes Video dafür. Alles ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, wir kommen zu den Stockhaltungen. Und zwar, wir haben die deutsche Stockhaltung. Das heißt, wir haben die Handrücken oben. Wenn die Stockspitzen sich berühren, haben wir einen rechten Winkel. Und diese Technik bietet sich natürlich an für Schläge aus dem Handgelenk. Oder für die Möller-Technik. Wir haben die französische Stockhaltung, das heißt Stöcke parallel, wird vor allem auch beim Paukenspielen verwendet. Die Daumen sind oben. Wir können natürlich auch hier aus dem Handgelenk spielen. Aber vor allem bietet es sich an für Schläge mit den Fingern. Oder für die Push-Pull-Technik. Okay, die amerikanische Stockhaltung ist unterm Strich der Mittelweg. Wir haben die deutsche, die französische und in der Mitte sind wir bei der amerikanischen Stockhaltung. Die finde ich persönlich wird erst interessant am Drumset. Als Finales haben wir jetzt noch die traditionelle Stockhaltung. Das heißt, die rechte Hand spielt entweder die deutsche, die französische oder die amerikanische und die linke Hand hält den Stock von unten, das kommt vom Marschieren her, wo die Trommel so hing. Und man spielt hier im Grunde mit einer Drehbewegung auf den Ellenbogen. So, jetzt am Drumset ein bisschen. Übrigens, wenn man sich wirklich damit intensiv auseinandersetzen will,
kann ich diese DVD empfehlen, George Meyer, The Secret Weapons of the Modern Drummer, sehr zum Empfehlen. Okay, jetzt sind wir am Drumset. Ich würde mal kurz mit der traditionellen Stockhaltung anfangen. Die finde ich natürlich in erster Linie schon mal ziemlich cool, wenn man swingige Sachen spielt, weil Buddy Rich hat so gespielt, einer meiner großen Vorbilder. Und hat auch eine Soundgeschichte. Wenn ich im Swing leise Schläge auf der Snare spiele, klingt der Stock natürlich bei den leichten Schlägen von oben gespielt deutlich dünner vom Sound, als wenn ich mit dem Match Grip spielen würde und nur leise spielen würde. Und man kann natürlich auch schön diesen Stick-Trick hier machen mit der traditionellen Stockhaltung. Okay, jetzt zurück zum Match Grip. Ich fange mal an mit der deutschen Stockhaltung. Die benutze ich vor allem, wenn ich laut spiele und harte Backbeat spiele. Wenn ich akzentuierte Schläge spiele. Geht deutlich besser, als wenn ich versuchen würde. Außerdem habe ich gleich mehr Platz beim Überkreuzspielen. Okay, jetzt wären wir schon bei der amerikanischen Stockhaltung. Ihr habt gesehen, wo ich dieses Fill auf der Snare gespielt habe, war ich ein bisschen enger zusammen und war bei der amerikanischen Stockhaltung angekommen. Auf dem Becken auch ein gutes Beispiel. Würde ich jetzt eine Swing-Figur spielen oder zum Beispiel 3/16. Bevorzuge ich die französische Stockhaltung, gehe ich in einen Rockbeat, wo ich die Beckenkuppe benutze, bin ich wieder in der deutschen Stockhaltung angekommen. Bei einem großen Drumset kann man von oben gut beobachten, wie im Grunde die Positionen von deutscher, amerikanischer und französischer Stockhaltung fließend wechseln bei einem Tomlauf. Ich fange mal an. Wie ihr seht, amerikanische Stockhaltung. Thank you.
ich hoffe, ich konnte mit diesem kurzen Anreißen dieses Themas zumindest ein bisschen zeigen, wie ich das so anwende und diese vier Stockhaltungen ein bisschen aufzeigen. Wer darüber mehr wissen will, dem empfehle ich auf jeden Fall die Jojo Meyer DVD. Und ja, checkt es einfach aus. Ist natürlich ein Thema, das unglaublich tief geht und über das man jetzt stundenlang reden und Sachen zeigen und philosophieren könnte und in die Tiefe eben gehen könnte. Aber es sollte ja nur so eine kurze Erklärung zu meinem Statement in diesem Dramaforum sein. Ich hoffe, ich konnte damit etwas weiterhelfen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Daumen nach oben würde mich freuen. Fragen, Wünsche, Anregungen und Kritik in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns sicher morgen. Ciao.